Hi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Ich bin der Colt und heute haben wir es geschafft. Wir bauen wieder Klemmbausteine. Ihr hattet drei, also die drei Sets zur Auswahl. Nummer 1 stand zur Auswahl. Es stand zur Auswahl Nummer 2. Und es stand zur Auswahl Nummer 3, das Mandalorian Set. Also wir haben drei ganz unterschiedliche, machen wir mal so, Franchises gehabt. Star Trek, Star Wars und Pokémon. Ich habe euch gebeten, auf meinem Kanal drüber abzustimmen. Ihr habt es gemacht. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Hab mich sehr gefreut und gewonnen hat eindeutig ein Set, das ihr unbedingt sehen wollt, das wir aufbauen müssen. Es ist auch ja, ein schönes Set. Und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es wird das Star Trek Set werden. Wunderbar. Das soll es also sein. Von Blue Bricks aus dem Hause Blue Bricks. Legen wir noch kurz zur Seite. Und die beiden Sets haben es leider nicht geschafft in dieser Runde. Aber es wird eine neue Runde geben. Wir haben ein neues Set, das dazu kommt. Auch aus dem Hause Lego. Wir haben aus dem Hause Lego zur Abstimmung diesmal das Mandalorian Set. Aus dem Hause Mega, die früher Mega Construct hießen, das Pokémon Set mit dem Bisasam. Habe ich Bock drauf. Und neu dazu, meine Damen und Herren, kommt aus dem Hause Lego. Ein Avatar Set. Ein Avatar Set, genau. Ein Avengers Set. Marvel Avengers. Black Panther Chaka ist da. Da ist er noch, wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir das als nächstes bauen. Ja, ich mache wieder eine Abstimmung für euch. Ihr entscheidet und dann werden wir sicher auch ganz bald eine Folge sehen von Colt baut. Eine neue Folge. Wir machen jetzt aber weiter mit diesem Set hier. Wird auch relativ schnell gehen, denke ich. Es hat 98 Teile. Es ist ein Blue Bricks Pro Set. Das ist die 104175, wie gesagt, aus dem Hause Blue Bricks und kostet, ich weiß nicht, was sowas beim Markenhersteller kosten würde, aber es kostet, dafür habe ich es gekauft für den Preis, ist aus der ersten Wave, wenn mich nicht alles täuscht, oder so machen wir nämlich, der Star Trek Reihe hat gerade mal 98 Teile. Die werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Das ist natürlich das Set der USS Enterprise. Ich war vor einiger Zeit in München, bin da zufällig an der Schwanthaler Höhe vorbeigekommen bei Blue Bricks und habe mir, na, jetzt kriegen wir es natürlich wieder nicht auf, doch habe mir dieses Set mitgenommen. Weil es einfach ein schönes Set ist, wie ich finde. Ich bin jetzt kein übermäßiger Star Trek-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir gedacht, so eine klassische USS Enterprise geht immer. Und ich denke, ihr seht das relativ ähnlich. So, endlich haben wir es geschafft. Der Colt, wie er lebt und lebt, ihr wisst, ich mache. Ich bin kein großer Freund von Schnitten im Video. Hier haben wir auch schon ein Tütchen mit relativ vielen Kleinteilen, Einzelteilen, bla bla bla. Ein weiteres. Und es geht weiter und hier gibt es auch noch eine Blue Bricks Anleitung dazu. Das ist die hier. Der USS Enterprise NCC. 1701. Der klassischen Enterprise. Ihn hier oben kennt man, James Tiberius Kirk. Der Mann, der laut Michael Mittermeier in allen Folgen von Star Trek heroisch den Bauch eingezogen hat. So, das ist schon mal schön. Es gibt eine gedruckte Anleitung. Das ist bei den Pro-Sets so bei Blue Bricks. Und es gibt, anders als es beim Markenhersteller Lego der Fall ist,
Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ja, eine bedruckte Fliese. Sozusagen die Blattkette. Sehr schön. Ja, gehen wir es an. Ihr wisst, ich baue Klemmbausteinsets zur Entspannung und zur Freude. Mir liegt es fern, da große Kritiken abzugeben drüber. Über die Machart, über die Form der Teile und was weiß ich alles. Wenn ihr sowas wollt, schaut da gerne bei den bekannten Klemmbaustein Kollegen vorbei, natürlich angefangen beim Held der Steine. Brick Story, Johnny's World kann ich auch sehr empfehlen, wenn euch das interessiert. Die machen da sehr, sehr gute Arbeit in dem Bereich. Okay, es ist ein Faltplan. Das ist interessant. Das ist ein Faltplan. Hier haben wir nochmal die Teileliste von allem. Okay, das ist ein bisschen ungünstig gelöst. Gefällt mir persönlich jetzt nicht allzu gut, muss ich sagen, aber okay. So, Steine bei Blue Bricks eigentlich sehr, sehr gute Qualität. Kann da keinen großen Unterschied zum Markenhersteller feststellen. So, wir schauen mal. Wir bauen jetzt hier erstmal das Grundgestell hier für die USS Enterprise. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Seid ihr Star Trek-Fans? Wenn ja, welche Serie, Film etc. gefällt euch da am besten? Wie gesagt, ich habe die klassische Fernsehserie damals gesehen, natürlich mit William Shatner. Fand ich gut, Leonard Nimoy natürlich und wie sie alle hießen. Daher kenne ich mich da etwas aus natürlich, aber auch so Next Generation und alles hier, spätestens bei Luc Picard war ich dann raus aus dem Ganzen. Aber vielleicht ist das ja mehr was für euch. Schreibt mir das gerne. Ob ihr noch regelmäßig die neuen Serien konsumiert. Ich habe nur mitgekriegt, gerade sowas wie Picard ist ja in der Community jetzt nicht so gut angekommen. Aber wie gesagt, ich werde mich hüten, da irgendein Urteil abzugeben. Ich habe es nicht gesehen. Und wie gesagt, bis auf die Urserie und ein paar Filme, Next Generation und so, also das Aufeinandertreffen von Jean-Luc Picard auf James Tiberius Kirk, das habe ich noch miterlebt. Okay, jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, okay. Seht ihr, von dem ganzen Quatschen habe ich mich theoretisch schon verbaut. So, jetzt. Okay, also es macht es jetzt nicht unbedingt so viel einfacher, diese Anleitung mit diesem Falten ist jetzt nicht unbedingt so meins, muss ich sagen. Da ist mir eine zum Umblättern schon wesentlich lieber. Haben wir aber nicht. Aber wie gesagt, wir sollten theoretisch eigentlich auch ja ganz gut durchkommen mit dem Set. Ist ja nichts Großartiges. Es sind 98 Steine für
Für allerdings einen wunderbaren Preis, muss ich sagen. Und dafür habe ich es sehr, 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 sehr gerne mitgenommen. Für den Preis. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was sowas beim Markenhersteller kosten würde. Ja. Ganze sehr interessant, wie ich finde. Was denn der Klemmbausteinwelt alles möglich ist, wie man auch produzieren kann. Denn es ist ja immerhin auch ein Lizenzset. Blue Bricks zahlt ja dafür auch Lizenzrechte und das ist sicher nicht wenig. Ja. Allgemein, wie steht ihr zu den Sets von Blue Bricks? Baut ihr die gerne? Oder seid ihr eher Team? Ah, okay, die brauchst du zum. Okay, haben wir mal sehr gut gemacht. Ja. Wunderbar. Zum Festdrücken da drin, okay. Ah, jetzt kapier ich's. Jetzt hat sogar der Onkel Colt kapiert. Andererseits, ja, okay. Wollte ich gerade sagen, funktioniert es nicht so. Also, das ist ein bisschen. Ihr seht es hier. Das ist praktisch diese Einführhilfe, mit der du das hier festdrückst und du ziehst diesen Stab hier einfach wieder raus. Das Ganze sieht dann in echt so aus. Ist jetzt nichts. Nichts Großartiges, nichts vor dem man, na, ihr wisst schon. Ja, kurze Anekdote dazu zum Hate der Steine. Da ärgere ich mich jetzt immer noch sehr. Ich war letztes Jahr im November mit meiner Tochter auf der Comic-Con in Stuttgart. Im Schwabeländle. Und genau, hab dann gemerkt, hab dann mitbekommen, dass wohl auch über die sozialen Medien, dass auch der Held der Steine wohl anreist mit dem ganzen Tross. Auch noch im Cosplay. Wunderschönes Cosplay, könnt ihr mal auf seinem Kanal schauen. Auf dem Kanal von Steff vom Kameraschlumpf als Joker. Wunderbar. Also ja, wir haben jetzt da schon zu viel gebaut im Endeffekt, wenn erst ich hier weiter bauen müssen. Als Joker. Ich habe ihn leider verpasst. Ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu finden. Wir haben tatsächlich auch schon gehalten, Navim. Hätte ihn sehr gern getroffen, weil ich auch seine Videos sehr gerne konsumiere immer noch. Großartiger Mann. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr. Das nur so am Rande. Das ist sehr, sehr schade. Dafür habe ich andere nette Leute getroffen, bei denen ich sagen muss, Wahnsinn, dass ich die getroffen habe. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Zum Beispiel allen voran der Thomas, der Star Wars-Sammler. Also den zu treffen allein schon war für mich sehr, sehr interessant. Netter Typ, absolut toller Typ. Schaut auch gerne auf seinem Kanal vorbei. Ich verlinke ihn euch unten. Der Star Wars Sammler, wenn ihr mit Star Wars was anfangen könnt, schaut auf jeden Fall hier bei ihm vorbei. Richtig toll. Gibt es auch ein Video dazu auf seinem Kanal, das verlinke ich mal unten, wo wir uns getroffen haben, uns ein bisschen über unsere Sammlerleidenschaft ausgetauscht haben. Über Masters of the Universe. Ja, also wie gesagt, total netter Kerl.
Schaut da auf jeden Fall rein. Ich bin auch nächstes Jahr, nein, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr werde ich ihn wieder treffen, und zwar in Castrop-Rauxel auf der Toyplosion. Link kommt auch mal drunter. Wenn ihr da hinkommen wollt, unbedingt beeilen. Karten gibt es fast keine mehr. Eine reine Toy-Messe. Ja, von der Community, für die Community, mit der Community aufgezogen, unter anderem vom lieben Petendo und vom Aslan. Auch da kann ich euch gerne mal die Kanäle drunter verlinken, kein Problem. Schaut mal bei den Jungs vorbei, ganz großes Kino. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei auf die Toyplosion. Da bin ich, wie gesagt, auch zur Gegend. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch das Richtige für alle Nerd-Fans und die, die es werden wollen. Sozusagen. Ja. Wie schaut es mit euch aus? Geht ihr gerne auf Conventions? Wenn ja, auf welche? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, während ich hier mich an der USS Enterprise genüge hier. So. Wie gesagt, ich selbst gehe sehr gerne auf Conventions. Ich werde auch überlegen, ob ich dieses Jahr eventuell, wenn es die Zeit zulässt, natürlich, wie immer. Und auch natürlich, 13 geht es hier oben weiter. Die Gegebenheiten werde ich. Sind wir jetzt für alle, die mitmachen wollen, mitgucken wollen, was wir da jetzt eigentlich genau bauen. Versuchen mal wieder auf die Animagic zu gehen. Also eine reine Anime-Messe. Ihr wisst, ich bin großer Anime-Fan. Und Manga-Fan. Eigentlich eher Manga-Fan. Mangas sind mir noch lieber als Anime. Ist ja bei den meisten anders. Bei mir ist das eher umgekehrt. Ich lese lieber die Mangas. Ich schaue aber auch sehr gerne Animes. Meine letzte Animagic ist schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Ja, ist ein paar Jahre her, und ich kann es euch sogar auf den Tag genau sagen, meine letzte Animagic war, und jetzt haltet euch fest, das glaubt mir keiner, ist aber so, kann ich belegen, vor 20 Jahren, 2003. 2003, damals noch in Koblenz. Im Rosengarten, nicht im Rosengarten, in der Rhein-Mosel-Halle. Ja. Also ich war dabei bei den Anfängen, bei den Pionieren war ich tatsächlich mit dabei. Und deshalb hätte ich nach so langer Zeit jetzt, da dieses Medium endlich salonfähiger ist, sagen wir mal so, und du nicht mehr der komplette Nerd bist, hätte ich Bock, da mal wieder hinzufahren. Nach 20 Jahren, Wahnsinn. Ja, gerade geschaut hier nochmal 2003, ich habe noch ein Impressionsvideo da von der Animagic 2003 auf VHS selbstredend. Richtig cool. Wer da mal was dazu sehen möchte, ich habe auch noch ein Programmheft da von der Animagic. Wer da mal was dazu sehen möchte, gerne in die Kommentare. Das können wir uns gerne mal auch anschauen zusammen und ein bisschen in der Nostalgie schwelgen. Da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Uns das einfach mal anschauen. Und ich war, ja, wenn ich gewusst hätte, wer damals schon alles da war und wer was gemacht hat und was weiß ich,
was gezeichnet und so. Ich hätte mich viel mehr damit beschäftigen sollen, viel mehr Autogramme holen, was ich zu der Zeit leider gar nichts gemacht habe. Heute kann ich mir da natürlich, ja, könnte ich mich dafür ohrfeigen, dass ich das nicht gemacht habe. Denn da waren wirklich super geile Ehrengäste da, muss man sagen. Wie gesagt, kann ich euch alles, wenn ihr das wollt, auch gerne mal präsentieren. Sobald es da ist. So. Wenn ihr da Interesse habt, natürlich nur. Ich persönlich schwelge schon gerne auch in solchen Erinnerungen. War auf jeden Fall eine coole und interessante Zeit, muss ich sagen, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ja, wie schaut es mit euch aus? Wart ihr schon mal auf der Animagic? Wann das letzte Mal? Wie hat es euch gefallen? Alle, die die letzten Jahre mal da waren, wie ist es denn mittlerweile so? Ich habe da total Bock drauf, mich so ein bisschen mit der deutschen YouTube-Szene zu vernetzen und was weiß ich drauf und auch die YouTuber zu treffen, allen voran natürlich Leute wie den Nino Kerl, wer ihn kennt. Jeder, der eigentlich so ein bisschen mit Anime über die letzten Jahrzehnte was zu tun hatte, sollte den guten Nino kennen, der ja aus meinem Eck kommt. Er ist ja Münchner. Und da hätte ich schon Bock drauf, Leute. Muss ich jetzt mal sagen. So, jetzt verbinden wir das Ganze praktisch. Das hier mit dem hier und dann machen wir hier blub. Dann ist das da drin und kommt hier ran. Und schon nimmt die USS Enterprise Gestalt an tatsächlich. Sehr lustig. Okay, man erkennt sie. Man kann sie jetzt schon meiner Meinung nach gut erkennen. Genau, das haben wir gemacht. Also gehen wir jetzt auf die letzte Seite, auf die letzten Schritte. Kommandobrücke und alles muss natürlich hier noch gebaut werden. Ja, ich sehe gerade, jetzt doch bei über 20 Minuten, die dafür dann doch verwendet wurden. Ja. Also es nimmt dann doch seine Zeit in Anspruch, gerade wenn man das so wie ich macht und ja dann doch relativ viel quatscht nebenbei und euch sinnloses Zeug erzählt. Aber wie gesagt, ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, wo man mich mal sehen kann, wann man mich mal treffen kann. Man kann mich auch immer wieder teilweise auf irgendwelchen Konzerten rund um München sehen, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Habt ihr gesagt, das letzte Mal jetzt am Samstag hättet ihr die Chance gehabt im Backstage in München bei den großartigen Busters. Großartige Band einfach nur. Mehr kann man dazu nicht sagen. So. Dann natürlich auch wieder gerne die Frage an euch. Was hört ihr so für Musik?
Auf was für Musik steht ihr so? Also wie gesagt, auf Konzerten der besten Band der Welt kann man mich sowieso meistens antreffen. Aber auf jeden Fall auch auf zahlreichen Conventions. Sollte ich hier mal jetzt erwähnt worden sein? Weil es tatsächlich immer wieder Fragen gibt. Gut. Leute, wir kommen in den Endspurt. Das wird der ganz, ganz klare Endspurt. Aber sehe, wir werden das hier anbringen. Das Ganze kommt hier. Da hat er es kaputt gemacht, der Onkel Colt. Auf die Enterprise. Genau. Geht doch. Da hat er es dann tatsächlich kaputt gemacht. Und dann setzen wir das Ganze hier hinten drauf. Okay. Stecken das hier wieder zusammen und so haben wir, meine Damen und Herren, für euch natürlich so die USS Enterprise NC 1701. Helft mir gerne auf die Sprünge. Das müsste meiner Meinung nach die Ur-Enterprise sein, die erste gebaute Enterprise. Wir haben etwas an Ersatzteilen da, wobei ich mich jetzt gerade frage, wo ich vergessen habe, dieses Teil einzubauen. Der Rest ist definitiv Ersatz. Dementsprechend stellen nochmal hierher. Na, hier so ein bisschen so wirklich Enterprise-mäßig. Ja, so. Wir stellen sie euch hierher. Und ich werde jetzt nochmal ganz kurz schauen. Ja, okay. Das ist eigentlich eindeutig, wo die hin muss. Blub. Ja, ist mir beim Bau entfallen. Natürlich werden wir die hier noch als Stütze da unten ranbauen. Ja, genau. So, Freunde, wenn ich es jetzt noch schaffe, den Plan zusammenzufalten und die USS Enterprise wieder auf Kurs zu bringen. Das gute Stück. Fantastisch. So, darf ich mich, da ist sie, die USS Enterprise, darf ich mich gern von euch verabschieden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schön, dass wir es wieder mal geschafft haben, Klemmbausteine zu bauen. Hier seht ihr nochmal das ganze Modell. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Sehr, natürlich sehr spärlich. Es gibt von Blue Bricks, ich verlinke euch mal den Shop. Unten natürlich noch viele, viele weitere Sets zu Star Trek. Auch eine große USS Enterprise, eine Voyager, alles, was das Herz begehrt. Schaut da gerne rein bei den Kollegen von Blue Bricks. Besucht auch gerne die Stores. Wie gesagt, ich war in dem in München in der Schwanthaler Höhe. Hier seht ihr nochmal die Box, die ja auch wirklich schön gestaltet ist.
So sieht das Ganze aus für den unschlagbaren Preis. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile eine Erhöhung des Preises gegeben hat. Machen wir es so, eine Erhöhung des Preises gegeben hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein sehr schönes Set. Hat mich gefreut, das mit euch bauen zu können. Beachtet auch gerne die nächste Umfrage. Die werde ich euch reinstellen bezüglich der Sets, die wir dann zur Auswahl haben. Nochmal kurz zur Erinnerung: Black Panther Avengers Set, das Pokémon Set oder das andere große Franchise Star Wars. Würde mich freuen, wenn ihr wieder ordentlich abstimmt. Wir sehen uns bei nächster bester Gelegenheit. Schaut gerne rein bei der Neverending Story. Wenn ihr Bock auf gute Musik habt, checkt gerne meine Playlist ab. Ist das noch Punkrock mit viel Live-Musik aus dem Genre? Und ja, für weitere Videos auch gerne die Neverending Story, die ja durchläuft. Gibt in der Woche Minimum ein bis zwei Videos zur Neverending Story von Anstoß 3. Wir werden auch ein weiteres Projekt machen im Retro-Bereich, da wir ja, International Superstars Soccer Deluxe mittlerweile abgeschlossen haben, wobei da auch noch ein kleines Special kommen könnte, weil ich da auch immer wieder von euch danach gefragt werde, ob da nicht noch mal doch was kommen könnte. Weil es ja noch eine Sache gibt, die im Raum steht, die wir noch nicht gespielt haben, die aber, ja, ich werde schauen, wie ich das zeitlich noch irgendwie reinbringe. Ansonsten werden wir bald ein neues Retro-Projekt starten. Es läuft ja auch noch der Mana Monday. Schaut da gerne rein. Zurzeit Sword of Mana für den Game Boy Advance, das wir durchspielen. Jeden Montag ein neues Video, wird auch weitergehen mit dem Mana Monday nach Sword of Mana. Also der Montag wird fester Mana-Tag. Wir spielen die Reihe, soweit es geht, durch. Soweit es auch meine Möglichkeiten zulassen. Und es wird aber auch noch andere Action geben. Habt ihr Ideen? Habt ihr Lust auf irgendwas? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mich auch gerne an. Wenn ihr was wissen wollt, schaut auch gerne bei Insta vorbei bei mir. Folgt mir, wenn euch das Video gefallen hat. Dann gebt gerne da auch einen Daumen nach oben. Das war jetzt mal so ein bisschen Aufbau-Laber-Video. Ich mache dazu auch noch eine kleine Ankündigung bei Insta. Und vielleicht noch ein kurzes Short dazu, dass ihr wisst, dass es hier sich auch um ein kleines Labervideo handelt. Wenn ihr das Ganze wirklich jetzt die fast 33 Minuten durchgezogen habt und euch das Video gefallen habt, gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne als Hashtag Star Trek ist cool in die Kommentare. Und wer es noch nicht gemacht hat, ihr dürft gerne auch den Kanal abonnieren. Support ist kein Mord. Würde mir sehr helfen, würde mir sehr nicht, mich persönlich sehr freuen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als zu sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos, wir sehen uns die nächsten Tage. Euer Colt sagt Tschüss, Ciao und Servus.